Dies ist ein sehr spezielles, persönliches Video. Kein reiner Segelbericht. Es ist Mai 2019. Die Biedewind ist wieder im Wasser und die Segelsaison beginnt. Aber anstatt von fernen Ufern, Segelabenteuern und Ländern zu berichten, werde ich diesmal zunächst von meiner Heimat, der Lübecker Bucht und meiner Jugend in Timmendorfer Strand erzählen. Heimat ist ein wichtiges Konzept für einen jeden Menschen. Leider werden immer mehr Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Wenn ich segel, habe ich viel Zeit nachzudenken. Es ist teilweise wie mit einer Zeitmaschine. Die Zeit läuft rückwärts und ich erinnere mich an meine Wurzeln. Ich wuchs in den 60er Jahren in Timmendorfer Strand auf. Meine Eltern hatten eine kleine Konditorei und ich war viel mit meinem Kindermädchen am Strand. Als ich etwas älter wurde, lernte ich in Niendorf mit einem Optimisten zu segeln und hatte meine erste kleine Jolle. Vollkommen aus wunderschönem Mahagoniholz. Nach der Lehre und geleistetem Zivildienst machte ich in Lübeck mein Abitur nach. Anschließend studierte ich in Hamburg Physik, machte mein Diplom in theoretischer Physik mit Nebenfach Astrophysik und promovierte in Hamburg am deutschen Elektronen-Synchrotron, was auch einen Aufenthalt am CERN Genf mit einschloss. Wann immer ich jetzt in Timmendorf bin, denke ich an diese Zeiten zurück. Ich spaziere dieselben Wege. Dort, wo ich einst Strandburgen gebaut hatte oder mit meinen Kindern kleine Häfen gebuddelt hatte, werden nun meine Enkelkinder im Wasser planschen. Das Leben ist wie ein Kreislauf. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich? Ich hoffe nicht. Mein Vater hat zwei Weltkriege erlebt, ich zum Glück keinen einzigen. Gerade eben bin ich aus der Wahlkabine zurückgekommen. Heute ist der 26. Mai, ein Europawahltag. Ich wünsche mir, dass auch meine Kinder, Enkel und deren Kinder eine unbekümmerte Zukunft und wunderschöne Tage am Strand in Timmendorf erleben können. Sicher ist dies nicht, denn manches verändert sich gravierend. Zum Beispiel das Klima in der Welt und leider auch im Miteinander der Völker. Mit offenem Fenster höre ich nachts bei Ostwind die Brandung der Wellen, die der Strandufer und die Sandbänke immer wieder neu formen. Nirgendwo schlafe ich so gut und tief wie in der ehemaligen Wohnung meiner Eltern. Ich liebe das Rauschen des Meeres. Die schönste Zeit, um Timmendorfer Strand kennenzulernen, ist das Frühjahr. Die Strandkörbe sind noch nicht aufgestellt und das Zentrum ist noch nicht total von Touristen überlaufen. Inzwischen nehme ich im Sommer Schnellreis aus, meide ob der vielen Menschenmassen den Ortskern von Timmendorf und bin lieber im angrenzenden Hafen in Niendorf. Im Winter, wenn mit der Konditorei zu wenig Geld zu verdienen war, ist mein Vater mit auf Fischfang gefahren und im Sommer war ich stolz wie Oskar, wenn ich als Kind auf den Bäderschiffen Seelöwe oder Seestern einmal an das Ruder durfte. Seit vielen Jahren gibt es die Niendorfer Hafenräucherei, ein Publikumsmagnet, die inzwischen das in Neustadt gebraute Klüversbier ausschenkt. Und nein, dies ist jetzt keine Schleichwerbung. Ich bekomme das Bier leider nicht verbilligt. Der Niendorfer Hafen hat sich weiterentwickelt. Inzwischen gibt es dort mehrere Marinas, in denen der Segler unterkommen kann. Die alte Jollenstation und der Strand, an dem meine Jolle lag, ist immer noch dort. Auch die Segelschule, in der ich segeln lernte, ist noch da. Aber inzwischen nicht mehr einsam an einem Steg, sondern geschützt in dem in den 90er Jahren neu gebauten Hafen des Seglervereins Niendorf Ostsee. Wanderst du von Niendorf weiter in Richtung Travemünde, so führt dich der Weg zum Brodner Ufer. Einer Steilküste, von der jedes Jahr witterungsbedingt 1 bis 2 Meter abbrechen, um vom Meer fortgespült zu werden.
Die angrenzenden Strände werden mit dem frischen Sand, den die Strömung dort zwischen den Molen ablagert, wieder aufgefüllt. Die Wege, die mein Vater vor einem halben Jahrhundert mit mir geradelt ist, liegen inzwischen über 50 Meter weit abseits der Uferlinie im Wasser. Von der Anhöhe des Bodner Ufer aus hast du bei klarer Sicht einen wundervollen Ausblick über die Lübecker Bucht bis in das nahe Ostseebad Grömitz und auf den Neustädter Hafen, in dem die Biedewind ungeduldig auf ihren ersten Segeltörn wartet. Nun geht die Segelsaison endlich los. Kurz nach Verlassen des Neustädter Hafens, außerhalb des Windschattens von Bremerhaven, nahm der Wind rasch auf 4 bis 5 Knoten zu und die Biedewind war wieder in ihrem Element. So, aufgeräumt ist unter Deck. Was ein Glück, weil wir schieben gleich schon wieder ordentlich Lage. Ein bisschen Finnstärken hat. Das ist ganz gut, um mal zu gucken, ob der Sudel drin und die Masteinstellung und das alles stimmt. Nicht zu doll und nicht zu wenig. Mai, 5 Uhr vor Windstärken, bisschen Kabelige See, aber für den ersten Turn genau richtig. Schon mal die eine oder andere Lasche passiert, Spielfall hat sich rausgeklinkt, hab's dann einigermaßen geschafft, durch hin und her gewackelt, um die Döcks zu wickeln, auf der Rauschspiele. Kaum war ich wieder in Neustadt, bot sich ein ganz anderes Bild. Der Hafen ist aus fast allen Richtungen gegen Wind und Welle geschützt. Man täuscht sich leicht über die Situation draußen in der Lübecker Bucht. Im Sommer ist in Neustadt immer etwas los. Sei es die Max-Oertz-Regatta mit wunderschönen alten klassischen Yachten, einem Fischerfest oder aber einem Drachenbootrennen. Am nächsten Morgen herrschte ein eigentümliches Wetter mit einer schwülwarmen Luftmasse, die doch über dem kalten Wasser zu Seenebel kondensierte. Nicht gerade die schönsten Segelbedingungen. Als dann auch noch der Wind einschlief, bekam ich den Blues und griff zu meiner Gitarre. Thank you.
Sollte dir mein kleiner Bericht über meine Heimat und das Ansegeln gefallen haben, so schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Und freue dich schon auf die neuen Segeltouren, über die ich dieses Jahr berichten werde.